Willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Wie traurig, dass die Rapium so zu sehen. Hier aufgehört haben wir und wir machen da weiter und wir haben hier eine Quest. Und zwar im Nichts und interagieren. Machen wir mal, ja, bitte. Ja, danke. Großer Serapis, bist du so barmherzig wie Amun? Willkommen, Bruder. Danke, Priester. Schön, dass die Ägypter zurückkommen. Seit mein Trommler eingesperrt wurde, ist es hier ruhig. Die Stille ist bemerkenswert. Ein Gerber ließ ihn verhaften. Er wirft ihm vor, ein wertvolles nubisches Löwenfell aus der Küpe gestohlen zu haben. Dabei hat er für ihn gearbeitet. Tragisch. Er ist ein aufrichtiger Mann. Überlass die Sache mir, Priester. Magi, mein Trommler ist im Kibutos-Arsenal in der Nähe der Bibliothek. Serapis sei mit dir. Und mit euch, Priester. Okay. Meines Erachtens noch, wir haben hier viel zu viel zu tun gerade. In der Stadt. Wir müssen das jetzt eins nach dem anderen irgendwie halbwegs abarbeiten. Haben wir ja noch so eine Rolle. Ich versuche jetzt einfach alles nacheinander abzuarbeiten irgendwie, weil das ist alles viel zu viel hier. Im südlichen Teil der Martiussee liegt eine Insel voller Ruinen. Quest beendet. Hier haben wir Weber, Schneider, Schmiede und sonst was. Okay. Wo ist jetzt meine Quest? Ah, hier ist jemand gestorben. Also ein menschlicher Spieler ist dort gestorben. Wo ist denn hier meine... Ach, es wird mir jetzt wieder nicht gezeigt. Ich liebe sowas, ich liebe es. Warum... Ach, ich habe nicht geguckt, ob es Mods gibt. Ich muss wissen, ob... Ich möchte wissen, ob da Mods... Ob es Mods gibt. Möchte ich unbedingt wissen. Weil ich hätte gerne wirklich, wie bei The Witcher 3... Ich hatte eine Witcher 3 Mod, die genau das macht, was ich jetzt gerne ebenfalls in Assassin's Creed hätte. Unglaublich gern. Ich muss mal schauen, ob es eine Mod gibt. Ich glaube, das versuche ich mal nach diesem Part, wenn ich dran denke. Hauptmann! Oi, dis meisonos afrosinis! Achso, genau. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Ganz deiner Meinung. Ganz, ganz klar. Es sind so viele Reiter. Aber ich sollte mich vielleicht nicht mitten in der Stadt mit Leuten anlegen. Ich glaube, es kommen viel zu viele Wachen. Werden dann kommen. Missionsfinale. Telekonisieren, danke schön. Nee, ich brauche die Ringe nicht. Ich kann die Mauer so hochklettern. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Aha, da ist der Hauptmann. Aber Moment, es gibt noch einen. Es gibt noch einen Kommandanten. Oh, hi. Stufe 11. Ich habe genug Feinde. Das war ziemlich dumm, was ich gerade getan habe. Verdammt! Wo
vorher... Hey, zu mir, Brüder! Hm. Hey, was? Alarm! Angriff! Du kannst nicht fliehen, Bastard! Da bist du ja! Hm. Wie finde ich das denn jetzt? Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Wer schießt? Was? Hey! Ich spreng dich um! Verdammt! Hey! Oh shit. Was? Oh shit! So wirst du mir nicht entkommen! Nein? Wer sagt denn was von entkommen? Nein, ich hab das Ding zerstört! Nein! Das sehe ich mir an. Das war jetzt irgendwie nicht schlau. Du, ja, Großer! Du siehst aus wie jemand, der schwer tragen kann. Um genau zu sein, mich und meinen verletzten Fuß. Ich komme im Auftrag des Priesters, Trommler. Dann hol mich hier raus, Medjay! Hallo. Sehr schön. Aber es fehlt mir noch ein Schatz. Deswegen muss ich leider kurz warten. Hallo, Schätze? Das war mein Schatz. Wir suchen eine gefährliche bewaffnete Frau, die verdächtig wird, der Noble Actaeon ermordet zu haben. Hey! Ha! Mir entdeckt! Oh, hi! Gar nicht anständig kommen sehen. So, nochmal. Ich wollte eigentlich hier... Genau. So ein Lager habe ich gesucht. Ein bisschen Geld hier. Ein bisschen Eisen da. Und dann können wir dich hier mal... Das, also, gut, dass er immer klettern will. Ich kann mir irgendwie nicht helfen. Du bist sehr fröhlich für jemanden, der nicht laufen kann. Du scherzt, oder? Das ist der beste Tag meines Lebens. Mein Fuß kommt in Gerber teuer zu stehen. Deine Gesundheit ist sicher mehr wert. Wenn ich nichts beweisen kann, hast du recht. Aber hier kommst du ins Spiel, mein Freund. So. Du da! Halt! Reden wir mit ihm. Was meinst du, was ich tun könnte? Die wahren Diebe finden natürlich. Bring das Fell zurück und wasch meinen Namen rein. Und wer hat es gestohlen? Ich drehte mich nur einen Moment von dem Löwenfell weg. Und ein Bandit griff zu und lief davon. Ich verlor ihn aus den Augen. Es passierte im ägyptischen Viertel. Die Wache gab natürlich mir die Schuld.
Man hat es nicht leicht als Ägypter in Alexandria. Dann werde ich es finden. Na los, hol das Fell. Ich komme durch. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Ich dachte, dein Fuß wäre kaputt. Nö, ne, ist wieder okay. Dir geht's wieder gut. Das freut uns ja. Dann werde ich den Priester treffen. Wasch meinen Namen rein. Schauen wir mal eben, was wir hier noch für eine Priester haben. Nein, der nicht. Er ist zu hübsch dafür. Hallöchen. Du, dieses Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins. Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja, natürlich. Das Händlerleben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren, ist ein hartes Brot. Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Oh, und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner Fracht. Ich schwöre beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Sie? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, worum du mich Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Und Kara, vergiss nicht den Empfang heute Abend. Du wirst bereit sein. Natürlich, Vater. Das möchte ich nicht verpassen. Ich bin so glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge. Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Ich hab ein Problem. Die Quest ist ab Stufe 15. Das könnte jetzt unglaublich witzig werden. Aus wie Herakles. Okay. Das wird jetzt sehr interessant. Ich befürchte nämlich, die wird uns noch Ärger machen. Der Kanal ist der schnellste Weg zum Viertel. Wo ist denn der Kanal? Endlich! Planänderung, Herakles! Wer? Da, schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Sonst was? Sonst schreie ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Bist du Sachmet in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut, zuerst holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Heißt, wie bitte? Soll ich jetzt irgendwo anders hin oder soll ich jetzt... Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo die Questmarkierung mich hinführt. Wenn da jetzt ihr Pferd ist, dann... Ja. Ist das halt so. Oh, warum bist du so langsam? Hä? Wieso geht dir jetzt vor? Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Man kann es förmlich riechen. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben, Man kann es förmlich riechen. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben. Natürlich. Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen, nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich, ich bespreche das mit deinem Vater. Oh,
Pegasus, ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. Boah, ich möchte sie töten. Darf ich ihnen Pfeil in den Kopf jagen? Wohin soll ich denn? Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara. Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Wer würde davon erfahren? Dein Gewissen wüsste es. Sieh da, Leibwächter. Dort hatte ich meine erste Diskussion mit einem Soldaten. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Wir müssen zum Markt und Stoffe kaufen. Ich bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Jetzt reit vor. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Da gibt es Unterschiede? Du bist viel ernster als meine üblichen Leibwächter. Du könntest dich mehr beeilen, Leibwächter. Ich habe einen Namen. Bayek? Ah, du kennst meinen Namen. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Kara. Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Wirklich? Natürlich. Danke, Bayek. Du hast einen wirklich interessanten Blick. Meine Güte. Danke. Geht sie mir auf die Nerven. Oh. Aber okay. Besorgen wir noch Leinen. Aber wir werden mit Sicherheit gleich irgendwo überfallen. Und genau dann habe ich ein Problem. Wir sind fast da. Endlich. Aha, endlich. Diese Stoffe sehen gut aus. Oh, das ist aber schwer. Würdest du mir helfen? Musst du die nicht erst noch zahlen? Bayek! Pegasus! Sie wurde gestohlen! Bleib hier. Geh nicht weg. Soll ich mit dem Ding dahin laufen? Ich kann auch das Ding nicht. Ich kann nichts ablegen. Ja, gleich ist die Dingens wieder weg. Ja, und die läuft weiter und weiter. Kann ich irgendwie. Ja, ich soll jetzt wahrscheinlich weit genug weggehen dafür, dass sie dann jetzt entführt wird. Nomos con Noppes. Ich brauche halt irgendwie. Achso. Vielleicht nehme ich einfach mal ein wütendes Zerstörerkamel. Ich kann nicht auf. Ich kann nicht aufsetzen. Ach, ich kann es doch hinlegen. Dankeschön. Wow. Arbeitet zusammen! Hey! Wow. Hey, was? Ha! Ha, macht der Schaden! Oh, hier gibt's Ärger! Ja! Ha! Bleibt hinter mir, Harry! Eine Mauer! Alles. Mich verschafft nie mehr Zeit! Ich muss Alarm! Weiter! Könnt ihr mich verarschen? Ein leichter Schuss! Osiris wird dir nicht gnädig sein, du Bastard! Witzig. Sehr witzig, auf jeden Fall.
Wow. Da. Ich soll ihm die Pegasus wieder abnehmen, aber... Ich bin gerade etwas verwirrt. Wow. Kurze Frage mit meinen Bögen. Habe ich hier gerade irgendwie einen... Der bringt mir gerade nicht viel. Gib mir mal bitte einen von den... Seltener Raubtierbogen, Jagdbogen. Jagdbogen. Ich habe einen viel besseren. Ha! Pegasus den Dieb wieder ab. Das Problem ist, der macht mir mit Pfeil und Bogen halt lächerlich viel Schaden, der Typ. Wow. Hey, was? Du hättest ich nicht herkommen sollen. Ich mach weiter. Das ist jetzt irgendwie schwer. Lenk den Gegner ab! Ich mach weiter! Jalla, jalla. Ich muss halt aufpassen, dass ich das Pferd nicht töte. Wow. Oh, greift doch nicht zu Pfeil und Bogen, bitte! Was ist das denn? Ich bin nicht hoch genug. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ich bin nicht hoch genug. Oh. Okay, das könnte funktionieren. Okay, probieren wir es nochmal. Das Problem ist, dass hier so viele Wachen sind, dass ich niemals mit dem alleine bin. Oh. Ha. Entschuldigung. Mishiro. Wow. Was? Hack! Stirb, du Sau! Oh. Ja. Ah. Oh, I did it! Whoa. Erledigt. Oh. Bitte lass es den einzigen Gegner gewesen sein. Bitte, oh, bitte, ruhig, bitte. Mädchen. Ich bring dich zurück. Deine anstrengende Herrin vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du würdest Aya gefallen. Ich bin gerade in einer... Wo bin ich hier gerade? Ich bin hier gar nicht sein. Ich will gar nicht... Ich will nicht in ein Sperrgebiet jetzt hier. Okay, okay, somehow I did it. Und zwar mehr als anstrengend genug. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch mehr Gegner kommen, weil dann bin ich echt... habe ich echt ein Problem. Der Witz ist, irgendwo habe ich die Stoffe hingelegt, aber ich weiß nicht wohin. Sie ist jetzt weg. Hierher bei euch. Ah, ich sehe nicht das wieder. Papa, aber Pegasus hat gelahmt. Bayek ließ sie versorgen. Er war nur kurz weg. Ah, ich habe gehört, es gab Ärger, aber meine Prinzessin sagt, du warst der Held des Tages. Kann er für immer mein Leibwächter sein? Bitte, Vater. Wie viel kostet es, ein Magi-Fest anzuheuern? Ich bin nur für kurze Zeit hier. Schade.
Dann nimm bitte diese äußerst großzügige Belohnung für deinen Dienst an. Dankeschön. Oh, Gott sei Dank ist die Quest vorbei. Bayek, du bist zurückgekommen. Willst du jetzt doch mein persönlicher Magi werden? Nein. Ich muss weiter. Weißt du... Süß, wahrscheinlich schon süß. Du lässt dich leicht reinlegen, Bayek. Ich freue mich doch nur, dich gesund wiederzusehen. Den besten Leibwächter der Stadt. Dankeschön. Ich wollte eigentlich einfach nur, dass du das halt durch das Tor läufst, Bayek, aber so geht's natürlich auch. So, holen wir uns noch eben die Rolle hier. Hallöchen. Im östlichen Teil von Nomos Kampf liegt verwüstet Land, wo viele Bäume fehlen. Alles klar. So, und damit machen wir hier einen kleinen Cut und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß im Videos, euer Hedi.